Willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi zusammen nicht Zeit und ich weiß nicht, was das hier. Oh, Bohne. In der Mitte denn soll. Oder ist das nur für die Bohne? Und hier geht's im Kreis. Und ich verstehe es nicht. Und noch mehr Bohnen. Gibt's etwa einfach nur. Nein, nicht hoch. Gibt's einfach immer nur irgendwie Bohnen in diesen Gebieten, in jedem ein oder was soll dieses Gebiet hier darstellen? Schon wieder eine Bohne. Ich glaube, ich weiß jetzt, was das hier alles ist. Ich glaube es. Ihr seht ja die großen Röhren da hinten noch. Damit hat es etwas zu tun. Ja, was? Bohnenhändler, den trifft man ganz irgendwie am Anfang irgendwann irgendwo. Ja, dieser wie heißt er noch? Krankfried, genau. Dieser Krankfried. Den haben wir schon gefunden, und zwar irgendwo am Anfang. Grüner Pfeffer, Münzen. Schade, keine mehr da. Wie kommen wir da rüber? Ich hab keine Ahnung. Dazu müssen wir, glaube ich, hier weitermachen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Und ein Block. Ja. Kommen wir jetzt darüber. Sonst noch was? Ist noch ein Block. Was? So. Kenne und nicht du schon wieder! Mach die Röhre gerade! Und das meinte ich jetzt eigentlich eher mit diesem Art Rätselkampf. Auf einmal kommen Blöcke raus und jetzt müssen wir Pfeile abschießen. Und das ist nicht wirklich schwer, Leute. Das ist viel zu einfach. Ich mag das aber irgendwie, auch wenn es langweilig und einfach ist. Wo sind die Kleinen? Toll, warum sind die Kleinen jetzt auf einmal nicht dabei gewesen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich echt nicht. Oder hat die Szene sie getrennt? Willst du mich verarschen? So, zusammen. Jetzt müssen wir nach oben. Warum? Damit der endlich Schaden nimmt. Durch da. Und das müssen wir satte viermal machen, weil er vier Herzen hat. Und wo tauchst du jetzt auf? Bitte wieder an derselben Stelle. War ja klar. Okay. Rechts und links die beiden Blöcke zu aktivieren, das würde nicht sehr viel bringen. Dann würde er nämlich in keine Richtung gehen. Komm schon. Zweites Herz ist weg. Dass das nicht auf Zeit geht, finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Sonst wäre er jetzt vielleicht wieder woanders. Dann müsste man warten, bis er da wieder auftaucht. Komm, Kettenhund, ich weiß nicht, ob man jetzt noch gegen dich antritt, aber ist mir auch egal. Mach die Röhre, wie sie vorher war, ich will nach oben. Und ich sagte, what the... verdammt. Ich hätte aufpassen sollen, in welchem Rhythmus und so aussehen und was, das habe ich voll vergessen. Nicht cheaten, Kettenhund. Nicht cheaten. Nein. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wer der Richtige ist. Ich glaube es. Wissen tue ich es nicht. Aber ich glaube mal schon, dass er hier das ist. Komm schon. Sei es. Bitte. Du musst es sein. Verdammt! Okay, dann versuchen wir mal dich. Es sind drei, die gleich schnell beißen. Einer, der zu langsam beißt, der es anscheinend nicht ist. Also machen wir mal den da, der schnell beißt. Oder was weiß ich. Anders kann ich mir das nicht erklären. Drei, die gleich sind, können doch nicht einer davon richtig sein. Okay, bist du's. Geht doch! Machst du die Röhre jetzt wieder gerade? Nein, natürlich nicht. Das finde ich doof von dir. Ich will nach oben. Und nicht noch weiter runter. Wer weiß, wo diese Röhre da hinführt. Ins Nichts. Oder wohin? Ich will nicht weiter tiefer. Kommt Stacheln weg. Nicht, dass sie ja nach einer Zeit wieder hochkommen. Glaube ich aber nicht.
Okay, ich weiß gerade nicht wirklich, wo man hier wiederkommt. Gibt es hier noch irgendwo Bohnen? Nein, wir haben genug Bohnen. Nein, wir haben nicht genug. So. Wuhu, jetzt. Ah, hier kommen wir jetzt endlich wieder raus. Interessant. Ja, gut, diesen Block hier haben wir mal aufsprengen. Freigeschaltet. Jetzt können wir auch wieder zurück. Und da können die Babys rein. Und ja. Ich frage. Ah, so kommen die Babys wahrscheinlich nach oben. Ich glaube, wir könnten hier eh wieder trainieren. Was, hallo? Leute. Ja, so kommen die nach oben. Und ich glaube so. Wie soll ich da bleiben? Ah, ich verstehe schon eigentlich, aber. Nee, lass mal. Ist nur eine Bohne. Ich habe gerade keinen Plan. Okay, ich glaube, rüberspringen. Ja, funktioniert. Nur 10 Münzen. Ach, toll. Nicht laggen. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Okay, da ist eine Box. Weg ist die Box. Und wo? Nein. Auf der linken Seite weiß ich, da war irgendwo ein Mario-Item. Also. Hingehen. Items. Gut. Ich hoffe, dass da nicht allzu viele Geister oben sind. Und nicht runterfallen. Oh Gott, kann man da nicht runterfallen. Nein. Haha, ich bin drüber gesprungen. Und wieso kann man da eigentlich nicht runterfallen? Okay. Oh nee. Nein! Ich bin runtergefallen. Toll. Nur um das Tor hier aufzumachen. Ah, wenigstens kann man dann wieder hoch. Nachdem man die Items eingesammelt hat. Ultra-Tor, rote Panzer. Nein, das wollen wir nicht aktivieren. Nein. Doch nicht. Wozu denn auch? Haben die nur 10 Sekunden Zeit, um in die andere, das andere Ding zu aktivieren. Und wieso ist hier auch wieder eine Bohne? Und jetzt will ich nicht mehr runterfallen. Ich sagte nicht mehr. Gut. Schön. Da geht's zurück anscheinend und hier ist irgendwo ein Item. Es geht erstmal hoch. Spiel, so oft krepiere ich nun auch wieder nicht. Oh, Münzen. Wir haben viele Münzen. Nein! Da oben war das Item! Nein, da unten oben. Ach, wisst ihr was? Ich hab keinen Bock auf die Items. Ich lasse die jetzt einfach. Ich weiß nicht, was da drin ist, ich habe auch keinen Bock, die zu holen. Aber ich bis jetzt jedes Item geholt habe, auch wenn es nicht unbedingt on-screen sein muss. Egal. Sind eh nur Items und so viel braucht man auch nicht. Es sei denn, es ist jetzt eine Ausrüstung. Okay, ich werde es off-screen holen und euch jetzt sagen. Das muss ich. Gehst du da jetzt? Wieso kannst du an dieser Stelle hier eigentlich nicht auf Mario drauf? Kannst du mir die Frage beantworten, Baby Luigi? Anscheinend nicht. Dann müssen wir jetzt rechts rum. Und ich hoffe, auf dem Weg falle ich nicht runter. Und ich hoffe, den Geist habe ich einmal. Ich weiß nicht, ob er da runterfallen kann. Ich hoffe auch, dass ich den Gegner da besiegt habe. Schon lange. Einen Geist habe ich ja oben getroffen. Anscheinend kann man nur bei diesen roten Dingen hier runterfallen. Anscheinend. Oder bei diesen Platten, aber nicht da, wo eine Abkürzung ist. Warum müssen da unnötige Kisten im Weg sein? Hier kann man einfach so hoch. Das finde ich toll. Kann ich auch runtergehen. Und die Großen hier rollt mal. Und anscheinend gibt es hier keine Monster zum Leveln. Das finde ich scheiße. Und ich frage mich jetzt, so kurz war es und da muss doch noch was kommen, außer diese. Diese Knaller, die Kanalisationsszene, weil ich dennoch dafür ziemlich unterlevelt bin. Immer noch. Ja, kommt. Rollt nach oben. Rollt nach oben! Um euer Leben. Ja. Gut, da. Dann fangen wir mal an. Da ist ein Block frei. Ich frage mich, wo wir dann hinkommen werden. Ja, 10 Sekunden, das kennen wir doch alles. Ja, komm, mach ihn nie. Und warum Zeit denn eigentlich immer noch weiter, wenn man schon längst aktiviert hat?
Gute Frage. Gut, Röhre ist frei. Wo kommen wir dann hin? Oder ich würde sagen, dann hoch. Ich guck mal auf der rechten Seite nach einem Item und gehe dann links hin und nicht runter. Danke. Oder? Nee, wir müssen sowieso hier lang. Wir wollen ja nach unten. Und dann würde ich sagen, hier gibt's auch wieder. Beende ich den Part dann, wenn ich diese Items habe. Frischwurzen, rote Pfeffer, Münzen! Warum bekommen wir hier so viele Münzen? Schon wieder unten. Dann mal gucken, da oben ist ein Monster. Gibt es irgendwo Items? Wenn nicht, dann müsste ich da auch nicht hingehen. Natürlich ist da ein Item. Mein Gott. Auf der anderen Seite auch. Wenigstens kann man von dort aus, wo man dann ist, auch leichter zum anderen kommen. Geht ja eigentlich nur geradeaus. Nein! Ich komme da nicht mehr hin. Mies. Das nervt. Zu sehr. Gott, ich glaube, ich gehe da offscreen hin und zeige euch die Items. So, da, und ich habe vergessen, dass ich das aufnehmen wollte. Hier waren Münzen drin, 20er. Und hier seien Freiorden. Ich wusste, dass es irgendwo hier Items gibt. Nein. Zwar PCDX, ach ja, apropos, da fällt mir ein, wenn ich die APC sehe. Ich bin krepiert mit den Babys. Und ihr seht, das Baby Mario 5 AP hat. Und hier geht es anscheinend wieder runter, ne? Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt rüber springen kann, was ich natürlich nicht gemacht habe. Und Baby Mario wird sofort wieder krepieren, weil ich super bin. Na. Und warum ich keine Boss-Items benutze, ist scheiße. Seit wann kannst du diese Attacke bitte? Ehrlich. Nein, nein. Was? So. Helle, ich will jetzt nicht Game Over gehen. Nein. Nein. Ja, ich will jetzt nicht krepieren. So wollte ich das machen. Wieso hat er uns umrannt? So ehrlich jetzt. Ja, danke Baby Luigi für den guten Toll. Ich wäre sehr... Nein! Froh... Da! Ah! Der geht so! Wollte mich alle verarschen. Nee, also ehrlich, nein. So macht es aus irgendwie nur 15 Mal sterben. Ich hatte ja irgendwas mit 20 Mal erwähnt. Ich weiß auch nicht wie oft. Also nur noch 15 oder 14 Mal so um den Dreh. Und ein Blumix, was ich sowieso nicht brauche eigentlich. Naja. Geht man jetzt mal weiter? Ich dachte schon, da kann er jetzt nicht rum. Oh, wieder eine dumme Kiste, die unnötig im Weg steht. Nein, nicht runterfallen. Gut, gut. Warum es hier so unnötige Abzweigung gibt und Geist. Durch den Lecker bin ich zu spät gesprungen und... Nette Bombe. Theoretisch sollte ich die Geisterbombe buffen lassen, bevor sie explodiert und dann sind alle Gegner weg und ich bekomme alle EP. Gut gemacht. Was? Die kann auch nicht buffen? Ah, nein! Liebe Mario! Nicht nochmal sterben! Bitte! Danke! Okay, jetzt sind es nur noch 6 HP. Statt 5. Das ist sehr toll. Und nein, nicht noch ein Geist, nein. Doch, noch ein Geist, ja. Machen wir dieselbe Anordnung. Die Mario. Nice. Waffe und jetzt explodiere. Mein Bruder. Und, ah, die Wand. Lag, mega lag. Nein, eine Münze. Bohne. Zehn Münzen. Verdammt. Na, no, dumme Lex, nein. Aus. Aus. Nee. Lex, hört auf. Ich weiß nicht, warum ihr da seid, aber hört auf. Ich sagte, ihr sollt aufhören. Das wäre sehr nett. 20 Münzen. Müsste jetzt theoretisch noch 100 kommen.
Drei Superpilze, zwei Rotpanzer und Glückordner. Die Orden, die gucken wir uns später irgendwann mal an. Und ich glaube, der Part ist jetzt schon eigentlich voll. Also sei ich offscreen nochmal kurz bis zu den anderen Kästen. So, nochmal hier zwei Max-Pilze. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und erinnert mich, falls ich vergesse, die Orden zu zeigen.